Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr der Ringe. Bei Mittelerde natürlich, Schatten des Krieges. Ach ja, und ich habe da hinten, wie man sieht, ich habe gerade wieder ein bisschen Steuerung trainiert. Ich mache das jetzt immer so ein bisschen vorm, bevor ich wieder reingehe, nur ein bisschen trainiert und habe da drüben zufällig mal jemanden getamed, der gerade offenbar ein wenig aufräumt für uns. Wir müssen gar nicht selber viel machen. So, das Wichtigste vorab. Ja, die letzten Folgen waren schön. Die waren sehr, ja, hatten ein gewisses Retro-Feeling und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich für einen Retro-Channel vielleicht im Zuge dessen, wir haben ja einen Retro-Channel, auf dem wir Retro-Let's Plays machen, ob ich da vielleicht wieder mit Headset aufnehme. Nicht mit diesem Mikrofon hier, sondern tatsächlich, dass die letzten verquanzten Aufnahmen haben so ein bisschen, es war natürlich eher lustig, muss man sagen, wenn es einem nicht selber passiert, weil es ist ja lustig, ich persönlich habe mich mega geärgert und vor allen Dingen, ich habe alles wie hier in 4K aufgenommen und war dann so doof, habe alles in 1080 runtergerendert mit Premiere, weil ich da das Preset noch laufen hatte. Also das Preset war auf 1080 eingestellt von Mordor, ich mache für jedes Spiel mein eigenes und ich habe das nicht umgestellt, weil ich doof bin und weil ich, wann habe ich angefangen zu rendern? Ich glaube, das war so um die 6 Uhr morgens oder so. Ja, es war alles in allem, ja, ist ziemlich doof gelaufen. So, mal gucken. Jetzt spiele ich momentan noch ein bisschen mit den Farben rum, weil ich dachte mir, warum nicht? Hier aktuell sieht man, ich hoffe, das sieht einigermaßen gut aus. Spiele so ein bisschen mit Filtern und Farben rum, damit man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen kann und sowas. Mal schauen, auch für zukünftige Spiele ganz interessant. Einfach so ein bisschen schauen, dass wir vielleicht, ja, ist ja mehr was für Videotechnik tatsächlich, dass man sich da so ein bisschen was aneignet auch. Und wenn jetzt eh schon so viel schief gegangen ist, ich meine, was soll jetzt noch passieren? Es konnte nur besser werden gegenüber den letzten Aufnahmen. So, Außenposten Rischgub, was wollte ich hier machen? Ich hatte es markiert. Vergangenheitsgronk hatte mir das markiert. Ich hoffe. Locke Zucker ein Wort hervor, indem du in schneller Folge Feinde. Nein! Nein, das war das! Nein, das war das! Na, ciao. Nein, nein, nein. Nein, nein, das mache ich jetzt nicht gleich zu Anfang. Ich schau mal ganz kurz, was haben wir eigentlich noch offen alles? Zeig mal her. Ich gehe mal kurz in die Aufträge rein, dann schauen wir mal ganz kurz darum. Gondor-Aufträge, ah, da können wir vielleicht mal, ja. Die Gondor-Aufträge, also ganz ehrlich, diese, ich weiß, oben steht 25% Gesamtfortschritt, aber das bezieht sich auf alles, zum Beispiel Erzfeind-Aufträge, Schatten der Vergangenheit, die mich einfach gar nicht interessieren, Schicksalsnetz, das würde ich vielleicht noch mitnehmen, die Isildin-Tür, vielleicht, wenn es sich ergibt, dann haben wir gondorische Artefakte, dann haben wir hier Herausforderungen, das bezieht sich, glaube ich, auf alles, was es hier gibt, und das muss ich nicht, natürlich ein bisschen gepusht durch diese Kankra-Aufträge, wo wir schon mal 100% sind, das... Ich glaube, das verzerrt das Ganze alles sowieso ein bisschen. Genauso wie diese 0% von diesem Ding hier. Deswegen, ich gebe nichts auf die 25% da oben. Und ich mache es nicht mehr, dass ich bei Open World Games immer jeden Scheiß einsammle. Ich mache es einfach nicht mehr, weil die Vergangenheit hat es gezeigt. Und wir haben oft genug drüber geredet, dass das meiste davon ist einfach so ein Nippes, der das Spiel einfach auch null weiterbringt. Die Story nicht weiterbringt. Ich denke, bei Horizon habe ich da meine Lektion gelernt, wo ich Tassen gesammelt habe. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen das Let's Play zerstört. Und deswegen möchte ich es nicht unbedingt machen. Gut, was ist denn das hier? Viele Gondoraner starben beim Fall von Minas Ithil, doch manche wurden von Saurons Heer gefangen genommen. Finde heraus, wie es Idril und Baranor erging. Die Frage ist aber, ich kann das natürlich annehmen. Habe ich offenbar schon, automatisch. Ich mache mal eine Schnellreise dahin. Ich weiß nur nicht, ob unser Level dafür ausreichend ist. Das kann ich momentan nicht sagen, denn das Gebiet an sich ist für unsere Armee noch viel zu high level, wenn ich das richtig sehe. Manchmal greifen dich zwei Feinde gleichzeitig an. Drücke zweimal Y. Aha. Also, ja. Bei einem Angriff einmal Y, bei zwei Angriffen zweimal Y. Gut. Drücke R während du der Geisterwandlung, um Hauptmänner zu identifizieren. Auch das haben wir schon gemacht. Das sollte alles laufen. Sneaky sieht das aus. Der Typ links. Schöne Brille. Das ist eine schöne Brille. So, wilde betäuben, Kontern ergehen. Ja gut, das haben wir hier. Das hier erinnert mich so ein bisschen an The Wars Dungeons and Dragons. Wenn er vorne nicht drin wäre, so hinten das Bild, sieht so ein bisschen aus wie die alten AD&D Bilder. Sieht eigentlich ganz cool aus. Das hier sieht nicht mehr aus wie AD&D. Sieht aber trotzdem cool aus. Keine Frage. So, also Ladebildschirme sehen schon mal cool aus. Da sind wir uns ja alle einig. Okay, können wir jetzt... Und er hat einen Drachen getamed, das können wir auch machen, aber... Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Sieh dir im Handbuch eine Vielzahl von Spielmechaniken... Ernsthaft? Klar, ich blätter jetzt nebenbei ein PDF durch. So, rote Angriffe können nicht gekontert werden, drücke A, um auszuweichen, das kennen wir ja auch schon. Gerade bei Hauptmännern beliebt. Oh, warte mal. Ja, nice. So, 2000 Fuß, na, das kann ja... Das kann ja heiter werden.
Vor allen Dingen haben wir überall die Viecher rumlatzen. Wir können natürlich einfach direkt hier durch die Festung. Das könnten wir schon machen. Wir müssen mitten in die Festung, aber wir können wahrscheinlich auch ein bisschen außen rum. Also ich probiere es mal. Warte mal, ich mach das mal gerade. Wollt nur mal gucken. Oh, da war zum Beispiel Ausweichen gerade gefordert. Und auf den Arsch, Junge, auf den Arsch! Hinrichtung, ja, habe ich mir gerade gespart, die Hinrichtung. Waren nur zwei Leute, war jetzt keine Herausforderung. Boah, geil sieht das hier aus. Ein schön blutigen Raubzug. So. Eine Schleichtötung soll ich ausführen. So, nur mal kurz wieder reinkommen ein bisschen. Alter, ach, der ist schon tot. Alter, wie liegt er denn da? Das sieht ja furchtbar aus. Jetzt ist die... Ja, toll. Jetzt wollte ich hinrichten. Keine Hinrichtung. Komm, 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 hier. So, dann schnappe ich mir kurz einen Energieriegel. Das hört sich ganz falsch an. So, und jetzt eine kleine Hinrichtung. Bitteschön, der Herr. Gut, ich glaube, ich bin wieder ein bisschen drin. Sehr gut. Dann, ja, die Frage ist, laufen wir da zu Fuß? Ja, obwohl, warte mal, wenn wir da zu Fuß hinlaufen, wir könnten ja theoretisch, wenn wir auf dem Weg sind, wir müssen ja eh noch Schnellreisepunkte, das ist Talion. Was ist das da hinten? Das ist eine Schnellreise, okay. Wir haben hier ganz viel. Aufspüren der Häuptling. Ich weiß nicht genau, welches Level die Leute hier haben. Ich kann es momentan noch nicht absehen. Ich habe das Gefühl, wir sind hier noch ein bisschen... Ja, wir sind hier der Bob. Wir sind hier der Bob der Saison. Das heißt, wir müssen schon mal... So, pass auf. Ich schalte hier schon mal die Schnellreisen frei. Wenn wir schon mal unterwegs sind, hier kommen wir nicht lang, ne? Nein. Da stellt er sich einfach vor die Felsen und kann nicht weiter. Alles klar. Springt über die höchsten Häuser, aber so ein kleiner Felsen. Diese Orks spielen offenbar gerne Krieg. Mal sehen, wie sie sich in der Schlacht bewähren. Ja, das werden wir irgendwann mal feststellen, aber nicht jetzt. So. Hätte im letzten. Ih, hat ihm gerade voll den Sack gestochen? Haben die überhaupt einen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube eher nicht. So, gut. Der Weg führt uns also letzten Endes doch nur in die Festung und wir müssen irgendwie darüber. Ich guck mal kurz, komm auf der Karte sehen. Wir sind jetzt, wir müssen dahin und wir sind da irgendwo. Da führt vielleicht hinten über den See, könnten wir eventuell, wenn wir da denn hinkämen. Da führt aber, glaube ich, keinen Weg hin. Also eventuell kommen wir zwiebeln mal einfach ein bisschen durch die City hier. Ich kann nicht springen. Ich dachte, der kann überall runterspringen. Ich kann nicht... Was ist das denn für eine Wurst? Also ich bin enttäuscht. Der kann auch überall runterspringen. Warum kann er hier nicht runterspringen? Kann er da hoch? Ja, da geht's wieder. Aber dann so zwei läppische Felsen, die wieder nicht. Hier geht's auch. Hat die ganze Zeit gemeckert, wie schwach wir Orks geworden wären. Wie schlecht der Grog sei. Und dass Sauron im Vergleich zu Morgoth ein Stümper sei. Morgoth? Der ist ja wirklich. Schleicht da jemand umher? So, komm, komm, mein Guter, komm, komm. Ja, ja. Oh, da ist ja direkt einer hinter uns gewesen. Wie kann er... So, Kleveangriff machen wir natürlich nicht. Nein, nicht den, den neuen. Ach. Huch, keiner war übrig.
Jemand am Leben? Niemand am Leben. Okay, niemand mehr am Leben, alles klar. Das Ding ist da hinten irgendwo. Dann wollen wir da mal... Okay, wir wollen nicht über den Berg, offenbar. Dann gehen wir mal hier lang. Alles klar, das ist kein Städtchen, was wir gesehen haben. Ich könnte jetzt hier direkt reinsegeln. Das will aber niemand. Wir wollen nämlich da drüben hin. Obwohl, wir könnten da rein... Ja, komm, wir segeln doch mal rein. Das will niemand. So. Einmal kurz rein. Hey, Freunde! Yeah! So, den können wir noch mitnehmen. Kurz mal frühstücken. Vielen Dank. Oh, Biest. Guck mal da hinten, eine Statue. Die könnte man theoretisch zerstören und dann auf den Turm hoch. Hätten wir beides direkt gemacht. Und da können wir theoretisch, das ist gut. Hier ist ja noch irgendwo, wenn ich das richtig sehe. Aber wie war denn das nochmal? Nein, so rum. Haben wir hier keinen Hauptmann? Ich hätte schwören können, hier soll ein Hauptmann sein. Aber wahrscheinlich war es das, dieser Skelettkopf da vorne. Oh, du bist ein ganz wildes Biest, nicht wahr? Ha, erbärmlich. Ach, das ist so süß. Okay, komm auf die Statue. Jo. So, einmal bitte einäschern. So, das ist natürlich der falsche Turm. Man hätte ja direkt den richtigen erwischen können. Der richtige ist der dort. So, naja. Ich dachte, wir schaffen es noch, aber gut. So, der dort? Ach, da hinten der dort. Ja, ja, genau, den meine ich. Der dort. So. Herzlich willkommen bei Assassin's Creed Mittelerde. Und dann mal ganz kurz einmal hier hoch. So, und dann, ach ja, mit dem Auge müssen wir wieder alles, ach ja, ja, ja. Reinigung. Einmal ganz kurz wieder die Optik reinigen. So. Alle klar, Kontaktlinse ist wieder sauber und wie, oh, schöne Berglandschaften. Und wir können jetzt wieder alle möglichen Sammel-Items. Es ist einfach eine Freude. Ich mache das einfach nur, weil es geht. Isildin. Ja. Hat eine geile Linse, dass der überall durchgucken kann. So, hier. 1 von 1. Ah, stimmt, hier haben wir wieder neue Kankra-Geschichten. 1 von 3, 1 von 3, 1 von 1. 2 von 3. Und die Artefakte ist genau das, was ich meine. Das sowas nehmen wir halt nur noch im Vorbeigehen mit. Das müssen wir nicht unbedingt. So, hier oben auf dem Berg. Mount Everest. Da wird doch bestimmt noch was liegen. So. Guck mal, wenn du sowas hast hier, ne, das ist eigentlich ganz cool, wenn das so eine, wenn die Treppe hier wirklich komplett hoch geht und deine Burg ist da oben, wenn Feind angreift und befindet sich ungefähr hier so, dann würde ich oben einfach anfangen, Teer runter zu gießen und dann anzünden. Ich meine, sicherer wird es nicht mehr. Und das Tolle ist, du hast hinterher die ganze Straße nochmal geteert. Gut, man muss natürlich dann die restlichen Knochen und sowas muss man auch noch rauswischen, aber hey. So, gondorisches Artefakt. Damit haben wir das Auge auch gemacht. Reinige alle Heydir-Türme. Heydir, Heydir. Das Ding haben wir auch kaputt gemacht. Und wer ist denn da drüben? Bagger der Mystiker, Level 18. Oh. Verflucht. Und das hier ist wieder so ein... Ah, ist ein...
Okay, dann gucken wir mal. Wenn wir da drüben so Mystiker haben, Level 18, das ist natürlich ganz gut. Der ist ja auch gar nicht mal so weit weg. 500 Fuß. Da können wir mal schauen. Komme ich da drauf? Ja. Hervorragend. Ich brauche für die Hauptmänner mal eine Taktik. Momentan laufe ich immer hin und versuche die irgendwie wegzusägen, aber ich bräuchte eine Taktik für die, glaube ich. Achso, ich drücke immer einen rechten. Ah. Bagger. Immun Bagger. Immun gegen Fluch, alles klar. Immun gegen Fluchangriffe, immun gegen Angriffe. Wir können seine Schwachpunkte schnell nochmal rausfinden, wenn wir jemanden fragen. Was macht er da? Sieht aus. Sieht aus wie eine Hinrichtung. Wir könnten theoretisch zu ihm hinschleichen und hier mal ganz kurz eine reinsemmeln. Daraufhin wird hier natürlich die Alarmglocke schellen. Die ihr kriegen könnt. Doch passt auf, dass ihr ihn nicht zu lange gart. Es kann helfen, ihn auf sein Mithril-Schwert aufzuspießen, da er sich so leichter drehen lässt und krosser wird. Ich darf mich als Geisel enden! Du hattest mich fast, Waldläufer, aber auf deine Tricks falle ich nicht rein. Das ist doof. Wow, 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 wow. Alter, geh doch mal runter. Wieso geht er nicht runter? Wieso ist er nicht einfach runtergesprungen? Ich verstehe die Steuerung manchmal echt nicht. Ciao, Freunde. Das war selten dämlich. Der hat sich einfach festgehakt. Kommt der hoch? Oh, der kommt selber hoch. Nee, hätte ich mich auch gewundert. Nein, nicht den. Nein, nicht den. Mann, wie ist es? Schlag ihn nieder. Haltet euch von den Flammen fern. Ah, ne, geht da noch gar nicht. Nein! Nein, ich hatte ihn gerade, er war gebrochen! Jetzt aber. Jetzt haben wir. Unser erster Fang hier, rekrutieren. Du wirst mir dienen. Sich zusammenzutun ist eine gute Idee. Ja, das sehe ich genauso. So, jetzt Rückzug. Und ab dafür, mein Freund. Verstehe. So, wir sind noch ein bisschen verflucht gerade. Damit haben wir den ersten hier schon rekrutiert. Das war auch ehrlich gesagt gar nicht mal. Also, bis auf. Manchmal die Steuerung treibt mich manchmal in den Wahnsinn tatsächlich. Weil er so vehement an Klippen stehen bleibt und nicht runter will, auch wenn das nur eine Stufe ist. Es ist eine Treppenstufe und er weigert sich einfach so. Nein, da gehe ich nicht runter. Das ist manchmal schwierig. Aber ansonsten lief gut. Komm, das Isildur holen wir uns auch. Was immer das hier ist, unbekannter Hauptmann, können wir vielleicht auch nochmal gucken. Diese Isildur, ich würde gerne wissen, was dahinter auf uns wartet. Wenn wir die gesammelt haben, geht hier immer was Schönes auf und dann gibt es ja wahrscheinlich irgendwelche tollen Items. Die Frage ist nur, lohnt sich das oder eher nicht so? Ich meine, wenn es extra schon so Sammeldinger sind, dann. So. Dann sollte es sich besser lohnen. So, mehr. Doc. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Gut, einen Hauptmann haben wir hier schon. Was ist das hier? Außenposten. Ah. Wenn du mir so eine Olox tötest, alles klar. Oil of Olox. Wir haben noch gar keine Intel hier auf die Hauptmänner, ne? So, haben wir hier irgendwas? Nee, wir haben nichts. Wir haben niemanden, der grün ist. Okay. Ah, geil, da drüben mit dem... Boah, das sieht mit dem Eis wieder geil aus. Da komme ich... Komischerweise komme ich durch diesen Nischen nicht vorbei. Ich muss hier über den Turm, der natürlich viel wegsamer ist als... Ja. So, dann einmal hier rüber. Okay. Das sind genau die Viecher, die ich auf dem Eis rumlaufen lassen würde. Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Nein. Arjanek. Level 23, okay. Immun gegen Schleichenrichtungen, großartig. Wir können mit dem leider nichts anfangen. Mit dem Arjanek können wir leider überhaupt nichts anfangen. Der ist Level 23. Wir können den noch nicht in unsere heiligen Horden integrieren. Wir sind fast Stufe 20, das heißt, ein bisschen wird es noch dauern, bis wir solche Klopper mit aufnehmen können. So, mal ganz kurz gucken. Ja gut, dann haben wir den immerhin schon mal, wir haben den schon mal gesehen. Hier ist noch eine... okay... Da ist noch ein Isildil, das ist direkt da, wo... Mach ich vielleicht später, wenn wir da wieder hinkommen. Jetzt momentan wird es ein bisschen schwierig. Wir können das hier mal holen, ganz kurz. Was ist das hier? Eines anderen Hauptmanns. Oh, da können wir vielleicht zwei Hauptmänner. Ich bin mega optimistisch. Ich bin ein sehr optimistischer Mann. So, den können wir mal kurz ausspionieren. So. Das war ein falscher Sprung. Gut. Einmal kurz darüber. Einmal hüppidiupp. Und dann hier rüber. Ach, weißt du was? Komm. Komm zu mir. Ach nee, ich habe den Komm zu mir gar nicht aktiviert. Stimmt ja. Ich vermisse den guten alten Komm zu mir. So, da drüben soll der sein. Können wir von hier aus schon mal... Können wir den targeten? Nee, können wir nicht. So, 60 Fuß. Die haben gerade andere Probleme. Ach so, Hinweis nachgehen. Ein Arbeitertrupp ist nah. Die Sklaven werden ihre Herren bald los sein. So, durchsuche deinen Außenposten. Ugol der Würger ist es. So, einmal hoch. So, einmal wieder 5 Groschen. Nehmen wir wieder mit. Wo sollen wir das Lager durchsuchen? Hier war gerade noch so ein kleiner gelber Hinweispopel. Wo ist er denn hin? Irgendwer hat uns doch noch gesehen. Ich sollte weniger trinken. Mein Verstand spielt mir Streiche. So, können wir, den können wir verhören, ne? Entschuldigung! Ugol der Würger. Beziehungsweise, wir haben die beiden, die sind gerade im Clash. Oh, der hier ist interessant. Wenn wir den hätten, hätten wir direkt eine Wache. Der hier ist eine Wache. Er hier ist auch eine Wache. Ugol der Würger ist auch 23. Er hier ist auch 23. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich meine, 23 können wir natürlich, wir können die alle demütigen, aber das ist so blöd, die ganzen Level runterzuhauen. Ich hätte sie lieber halt gerne, wenn wir Level höher sind. Hoher. Ob wir den hier wegkriegen, weiß ich nicht. Den müssten wir auf jeden Fall auf unsere Seite kriegen, aber leider als Level 19 Typ sind wir hier ein bisschen lusch unterwegs. Krimp Berserkermeister. Level 19, perfekt. Kann ergriffen oder zum Reiten genutzt werden. Was? Unbeholfen. Kann ergriffen oder zum Reiten? Ich kann auf dem Reit... Was?
ohne erst geschwächt werden zu müssen. Okay. Furcht vom Festnageln, sehr gut. Erleide Schaden durch Fernkampf, durch Hinrichtung, durch Explosion. Ja, also den kriegen wir auf jeden Fall gut weg. Wir müssten ihm aber auch helfen erstmal und seinen Gegenspieler ausschalten oder akquirieren. Oh, das wollte ich gar nicht. Ernsthaft? Na, großartigst. Hä, wo springt der denn hin? So, der Typ hier ist auch 23, alles klar. Ne, das ist doch der auf dem Eis. Das ist der auf dem Eis und ganz ehrlich, bei dem sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Huch, was soll da hinten? Kommt der wieder hoch? Ich achte auf den Pfeil. Ich glaube, der bleibt. Ja, der ist schon wieder weg. Egal, was hier herumschleicht, ich hoffe, es schmeckt gut. Ich glaube, die Spuren führen dort entlang. So, wir sollen immer noch das Lager durchsuchen. Ich weiß aber nicht mehr, wo der Popel ist. Der kleine gelbe Popel, der Hinweispopel. Das heißt, vielleicht haben wir. Ach, da haben wir. Was? 3 23er Hauptmänner? Das ist Ugol der Würger, immun gegen Kampfhinrichtung, den haben wir schon gesehen. Was auch immer das ist, ich verspeise. Nochmal Ugol der Würger. Lass mich raten. Erzürnt durch tödliche Wunden. Gauner. Rauchbombe. Köder. Das sind seine Köder. Alles klar. Und der andere ist wahrscheinlich dann auch Ugol der Würger. Würde ich vom. Viermal. Wir haben den viermal. Das hört sich nicht gut an. Ugol der Würger. Alles klar. Nur einer von denen ist echt. Das Einzige, was mich in diesem vom Wind heimgesuchten Höllenloch warm hält. Haben wir hier irgendwas, was wir explodieren, zum Explodieren bringen? Ja, theoretisch. Also erstmal können wir natürlich das hier machen. Das ist ein Klassiker. Das war nicht der echte. Das war nur eine seiner Attrappen. So, ich glaube, die wissen, wo wir sind. Zwei Attrappen haben wir down. Die Frage ist, will ich den überhaupt angreifen, Ugol der Würger? Das ist Level 23. Ich glaube, das sparen wir uns für später. Das macht momentan noch keinen Sinn. Wir können ihn nicht überreden, zu uns zu kommen. Wir können ihn halt, wir können ihn runter beleidigen, aber scheiß drauf. Wir lassen ihn auf 23 und gucken, dass wir selber vielleicht ein bisschen mehr leveln. Hier haben wir den Überfall. Und da haben wir den Typen mit Stufe 19, der unsere Hilfe gebrauchen könnte. Auf dem Weg dahin nochmal kurz das Isildin. Ich finde das eine gute Sache. Dann holen wir uns das vielleicht erstmal. Habe ich das markiert? Besiege. Ich will Ugol der Würger gar nicht besiegen. Ich will den doch überhaupt nicht besiegen. Was will denn der von mir? Ich wollte beim Lagerfeuer erstmal gucken, wer denn der Hauptmann überhaupt ist. Spaßeshalber können wir da hinten nochmal das Ding hochsprengen, aber ob das nötig ist, weiß ich nicht. Es ist so kalt, Alter. Zu kalt für deine dummen Witze. Ja, die gehen auch nicht weg. Ich will Ugol der Würger überhaupt nicht besiegen. Ich wollte nur gucken, was das für ein Hauptmann ist. Scheiß auf die Quest. Wir brauchen die momentan eh nicht. Haben wir das markiert? Ich kann es nicht markieren, oder? Du kannst während deines Auftrags dein Ziel nicht wechseln. Ach, das ist doch ärgerlich. Ich habe keinen Bock auf diesen Auftrag. Ich will ihn überhaupt nicht. Ich will ihn überhaupt nicht haben. Das ist der verdammte Tag. Die Schattenflamme! Er kann nicht weit sein.
Ich finde dich, Tark. Lass ihn schreien. Ach, das ist er da hinten. Nee, da gehe ich nicht hin. Huch! Was war das denn?